Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf dem Kanal. Wir sind hier mit unserem Scania tatsächlich unterwegs. Schönes Ding. Hat auch Logo, meine Lieben. Gefällt mir auch optisch sehr gut. So, darf raus. Ich bin mal gespannt, was die fahren ja jetzt auf der großen Route. Mal ganz kurz Warentäuschen jetzt angucken. Die kommen nämlich von hier oben. Und hier oben ist ein großer Hub im Prinzip. Der läuft da schon länger auf Täuschnitz. Und hier wird zugebracht von... Da müssen wir jetzt auch mal ganz kurz reingucken. Waren-Winsbach ist hier der Zubringer. Und die kommen von hier... Nee, die fahren nach hier oben weiter. Woher kriegen die denn ihre Rohstoffe? Von hier oben, ne? Waren-Florstadt. Dann werden wir hier auch einen Fahrzeugersatz reinballern. Weil jetzt hier einfach der Warenbedarf hochgeht. Machen wir hier einen schönen Fiege drauf. Jo, ab geht's. Das ist jetzt natürlich ein gigantischer Mehrbedarf, der hier oben entsteht. Weil hier werden Brötchen gebraucht und so weiter. Und zwar jetzt in rauen Mengen. Dann lohnen sich auch die Züge, die hier hochdümpeln. Wir werden das gleich sehen. Die werden jetzt nämlich relativ schnell richtig bösartig gefeuert werden. Weil die haben nämlich deutlich mehr Kapazität als die anderen. Und das lohnt sich dann auch noch mehr. Sehe ich gerade keinen Zug, der hier gerade hochkommt. Das ist nur der Öler. Der hat, glaube ich, nichts sonst drauf. Der hat nur Sprit drauf. Ja, okay. Aber das wird jetzt, glaube ich, das könnte ich mir gut vorstellen, hier ein Upgrade zu schaffen, dass diese ganzen Verkehrsanbindungen über Täuschnitz jetzt auch noch nach Bruchköbel zum Beispiel raufwärts, dass die jetzt einfach richtig Gas kriegen, dass die richtig, richtig krass abgehen. Hier haben wir wieder mittlerweile 280 Leute drauf. Auch die fährt noch pauschal erstmal gut. Mal gucken, wie viele jetzt 280 ist zu toppen. Ich bin gespannt. Da kommt auch wieder von der anderen Seite eine. 280, mal schauen. Steigen immer noch wahnsinnig viele Leute aus hier. Das wird nichts, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Nicht ganz. Okay, aber es normalisiert sich langsam, dass auch solche Städte jetzt einfach mehr Leute hinbringen. Hier werden auch 85 Leute abgegeben. Die kommen in die 2. Ja, die wird besser. Macht auch schon Plus, hoffentlich. Lassen wir mal ganz kurz hier dem Ganzen ein bisschen Spiel. Nach dem Autosave. So, die andere fährt schon los. Auch ein tolles Bild im Übrigen, wenn die eine einfährt und die andere gerade rausfährt. Finde ich, hat was. Mal kurz von der Seite vielleicht. Finde ich auch ein schickes Bild so. Ja, könnte ich mir... Ich glaube, das ist gut. Und jetzt haben wir nämlich genau den Effekt, der interessant wird. Hier kommen wahnsinnig viele Busse und Trams und so weiter gerade an. Und die können halt hier richtig die Leute abfischen. Habe ich leider nicht gesehen, was das... Oder nicht mehr mir gemerkt zumindest, was hier drin war. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall wird eng. Aber ich glaube, das schaffen wir. So, der nimmt hier niemanden mit, weil die Leute nicht rechtzeitig ankommen, denke ich. Doch, jetzt nimmt er ein paar auf. Aber man muss seinen Fahrplan natürlich im Blick halten. Und der muss jetzt gleich los, weil der nächste kommt. Da warten die Leute, schön. Hey, der Gerhard. 8 von 31, okay. Ja, jetzt eskaliert es hier gleich. Da kommen nämlich auch bestimmt gleich die nächsten nochmal. Okay, lassen wir mal laufen. Tram 76, mal schauen. Ja, die wird voll, klar. Sind ja die Leute noch nicht mal da. Das ist eine gute Sache. Jetzt schauen wir mal. 46% hält sich vehement die Waage. Mal schnell, wie entwickelt sich denn jetzt hier oben unser Verteilzentrum bei
muss ich selber mich orientieren da oben. Ist es Florstadt? Ja, hier oben wäre jetzt theoretisch die Möglichkeit, die Kapazität voll zu nutzen. Hier unten wäre der Zug da. Der bräuchte fast eine Doppeltraktion auf der Route. Lass mal schnell schauen, ob ich dem da einfach eine neue Lok vorne dran schrauben kann. Das wäre jetzt natürlich opti. Weil der schafft das ja ein Leben nicht hochzuziehen. Wobei der auch nicht voll läuft, ne? Weil er hat nur ein bisschen geladen. Wahrscheinlich, weil er noch gar nicht mehr kann. Aber der hat ja mal gut Gewinn gemacht. Ich denke, das wird jetzt auch gleich wieder anfangen, da. Ja, yeah, also dem Zug hier, der hier drauf steht, das ist der Plastikwerkzeug-Totnau. Der hat eine gute Kapazität, allerdings ist die Lok, die drauf ist, eher schwierig. Da werden wir auf jeden Fall auf eine Doppeltraktion wechseln, dass der mehr Power auf die Pumpe kriegt. Ja, 111 haben wir jetzt aktuell drauf. Schauen wir mal, ob ich eine 111 nochmal herbekomme. Da ist noch eine. Können wir auch so machen. Hat aber... Nee, lass mal den mal so laufen. Wobei ich das vorne ganz cool fände. Warte mal, ich zieh die mal nach vorne. So, Doppeltraktion. Warte mal ganz kurz. Bevor wir das jetzt erneuern. Der fährt ja jetzt hier hoch. Dann kommt er hier unten an. Mehr macht er ja nicht, ne? Wie lange ist denn das Ding? Das ist nämlich nur so ein kleines Stummelding, ne? Das müssen wir komplett umbauen. Müssten wir mal ausbauen hier. Wenn ich das jetzt hier auf 160 Meter hoch oder 400 Meter hochballer, dann wird das zu lang. So wäre das so. Und dann gehen wir hier mal ein bisschen mehr. Dann kommen wir hier hinten raus. Das wäre schon ordentlich, ne? Das wären 400 Meter auf jeden Fall. Könnte man halt echt machen, ne? Das würde uns sogar gar nicht mal so schlecht stehen. Man könnte mal halt hier auch ein bisschen mehr ranbauen. Ich mache das jetzt mal, dass wir den auf eine Doppeltraktion umbauen. Warte mal kurz. Details sofort ersetzen. Jo, machen wir. Ja, das war der falsche, ne? Unser Doppeltraktionskumpel. Da ist er. Ah, der kann jetzt noch nicht mitnehmen. Ja, weil der... Schau mal hin, die Lok ist an sich so geil. Die ist so episch gut optisch gesehen. Du erkennst halt auch richtig schön die 111-Baureihe. Die mag ich gerne. Und hier hinten drin siehst du halt auch ein bisschen was, ne? Ist nicht top, aber ey, schaut cool aus. Schaut cool aus. Schönes Foto. Schönes Foto fürs Album. Und die zieht halt hier echt langsam raus. Schauen wir, lass mal kurz dran. Weil die fährt ja übers Werkzeug und die auch dafür können sie ja mehr Leistung brauchen. Und vielleicht sogar einen zweiten Zug, damit die sich ein bisschen arrangieren können. Okay, weil wir da jetzt gerade dabei sind. Hier fahren gerade... Ah, hier fährt gerade einer ein. Schade. Hier fahren gerade viele ein. Lassen wir die mal laufen. Aber jetzt schaut's gut aus. Okay. Jetzt reißen wir hier mal alles runter. Upgrade. 4 Gleise. Ne, 6 Gleise waren das.
Und dann passt der hier nicht mehr. Oh nee, ich werde zum Tier. Machen wir den zweiten Straßenanschluss einfach mal aus Sicherheitsgründen. So, denn kommt hier wieder der Track ran. Komme ich da ein Schlückchen noch raus? So ist cool. Na, ich wollte klicken. Gut. Kurzer Check. Passt. So. Jetzt wird es hier ein bisschen eng. Okay. Also. Numero uno. Fangen wir mal mit den 200 Gleisen an. Ich glaube 160 hatten wir da drauf, ja. Die fahren jetzt hier soweit mit. Und dann kommen die hier rein. Zum Schluss 77 km/h ist natürlich ein wenig. Jo. Dann kommt hier der Upgrade, oder ist in dem Fall der 100, der da rein. So, und dann kommt der Kumpel hier noch dran. Weil ich mir da irgendwie ein anderes Gleisvorfeld gerade überlege. Naja, lassen wir es mal so. Kann ich immer noch mal ändern. Ja, jetzt ist es ja auf ein deutlich größeres Design gewechselt worden. So, dann haben wir nämlich hier noch ein bisschen den Ausbau gehabt. Dass wir hier raus sind. Ist. Nein. Autosave. Da macht der Mecker da gerade noch. Gut, aber das ist auch kein Problem. Wir können natürlich noch vieles nicht machen, weil ist ja klar. Müsste das eigentlich sein. Okay. Gleiches Spiel auf der Seite nochmal. Ich will ja nur, dass die generell die Möglichkeit hätten, eine saubere Wende hier reinzufahren. Oder beziehungsweise, dass jeder Zug sein Gleis quasi wählen darf. Sag mal, habe ich das jetzt mit dem Falschen gemacht? Nee, ne? Das passt schon. So, 120er. Auch hier nochmal bitte. Hier kommen wir wieder nicht raus, ne? Ich mache das immer zu eng, ich weiß, aber das ist halt jetzt gerade Steigung zu groß. Andere Seite. Da geht's. Das gleiche machen wir hier auch wieder. Gleiche machen wir hier auch wieder. Ich arbeite hier immer gerne mit X-Weichen, wenn ich kann. Und jetzt schauen wir mal uns die ganze Geschichte mal an. Ja, wobei, das ist eigentlich gar nicht mal so geil, dass die das hier machen.
Ja, okay, dem... Müsste ich mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch... Wir lassen es mal so laufen, damit die einfach mal kurz sich einlaufen, meine Lieben. Lassen wir mal kurz laufen. Scheint jetzt zumindest so zu funktionieren. Okay. Dann könnten wir jetzt mal ganz kurz überlegen. Der hat natürlich noch nicht so viele, wie er sollte. Wie ist denn hier die Verbesserung? Mittelmäßig. Zumindest mittelmäßig. Das ist cool. Fährt jetzt auch mal fast voll. Also für seine Verhältnisse fährt er schon ziemlich schnell. Aber mit der Doppeltraktion, ich kann mir das gut vorstellen. Vielleicht wird er dadurch ein bisschen besser. Der Plastik liegt auch ein bisschen was, aber auch nicht viel. Also da haben wir jetzt gerade ein bisschen einen kleinen Spin drin. Da müsste nämlich deutlich mehr hier oben ankommen. Dafür ist er eigentlich nicht gemacht, aber auf der anderen Seite ist es ein nettes netter Nebeneffekt, was er da mitnehmen kann quasi. Der kommt auch damit relativ schnell hier wieder raus. Das finde ich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Beschleunigen auch auf der Strecke, ist okay. Auf was wartet der da? Bei Wege? Warum? Warum? Ja, das könnten wir noch mal anders machen, oder? Jetzt lass mal ganz kurz gucken, ob wir das hier ein bisschen hübscher hinkriegen. Der macht wahrscheinlich den Unsinn deswegen. Ah, der muss gar nicht hier durch, ne? Der ist wirklich nur ein reiner Durchfahrer. Dann probiere ich mal jetzt was Folgendes. Und zwar, die Bretter bleiben ja, die kommen ja hier tatsächlich an. Der soll nicht hier durchfahren. Der kommt. Eins. Und dann soll ich. Ja doch, der muss auf der Seite reinfahren. Der kommt von der 1 an. Was ist hier unten? Und dann fährt er hier rein und dann muss er hier reinfahren. Bloß wir bräuchten hier noch ein Wegesignal, damit wir die auf der anderen Seite wieder schneller durchleiten könnten. Das müssen wir uns nochmal überlegen. Der Bretterzug hier auch ganz cool. Dem würde ich allerdings gerne hier oben nochmal einen kleinen Ersatz geben. Haben wir da mittlerweile schon irgendwas für die Bretter? Yes. Da habe ich die neuen Rungenwagen Roos rein. Die habt ihr mir vorgeschlagen, meine Lieben. Die wolltet ihr unbedingt. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt hier hinten mal ein paar rausnehmen. Diese alten Bretterkamellen werden wir rauspacken. Und wenn die Roos draufpacken, auf 200 Meter will ich den Zug sehen. Und dann geben wir ihm ein sofortiges Upgrade. Jo, die sind es mir tatsächlich wert. Weil das macht diesen Bretterzug gleich richtig, richtig elegant. Kurze Zwischenfrage. Den haben wir erweitert, ja. Okay, gut. Kurzer Herzinfarkt. Die alten Kamellen hier haben wir ordentlich rausgepackt. Wo ist denn der Zug? Der hängt hier irgendwo, ne? Da ist er. Wie ist die Leistungsbewertung? Gut. Okay, dann passt das, dass er jetzt auch deutlich mehr dann ziehen darf. Ich finde ihn optisch sehr, sehr ansprechend. Ich finde, der macht einen richtig guten Eindruck. Mit den, denkt dran, die sind gleich weg. Okay, wann die weg sind, finden wir allerdings raus. Alle gemeinsam in der nächsten Folge. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann noch umso mehr. Und bis dahin, haut rein. Gehabt euch wohl. Euer Zwerg. Zwerg-Team, ciao.